So, ich würde sagen, wir beschäftigen uns erstmal mit den Aufgaben zu den Fibonacci-Zahlen. Die erste Aufgabe war ja gewesen, Sie sollten mal GGT von zwei aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen bestimmen, ne, und was rauskriegen oder was entdecken. Ich würde vorschlagen, wir machen einmal so einen euklidischen Algorithmus durch für zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen und dann schauen wir uns das mal näher an. So, welche nehmen wir mal? 55 und 34. Ja, machen wir mal, ne? Okay. A, B und R langen mal. Ne? So. Okay, nehmen wir die 55 und die 34. Was ist der Rest, wenn ich 55 durch 34 teile? Ja? 21, ne? Einmal geht die 34 da rein, die 21 bleibt übrig. Also 34 und 21. Die 21 geht einmal in die 34 rein. Was bleibt als Rest? 13. Die beiden Zahlen nach vorne, 21 und 13. Die 13 geht einmal hier rein, bleibt Rest 8. Ne? 13 und 8. Die 8 geht einmal in die 13, bleibt Rest 5. 8, 5. Die 5 geht einmal in die 8, bleibt Rest 3. 5, 3. Geht einmal rein, die 3, bleibt Rest 2. So. 3 und 2, die 2 geht einmal in die 3, bleibt Rest 1. 2, 1, die 1 geht zweimal in die 2, bleibt Rest 0. So. Selten so einen langen euklidischen Algorithmus ausgeführt, ne? Die dauern nämlich tatsächlich bei den Fibonacci-Zahlen besonders lange. Weil jede Zahl hier immer nur genau einmal reingeht in die nächstgrößere. Also die Zahl B geht immer nur genau einmal in A. Und weil sie genau einmal in A reingeht, bleibt als Rest immer die vorhergehende Fibonacci-Zahl, weil die plus die ja immer die ergeben haben. Ja? Also der euklidische Algorithmus funktioniert für die Fibonacci-Zahlen immer gleich. B geht immer einmal in A rein und als Rest bleibt die vorhergehende Fibonacci-Zahl, sodass wir dann wieder zwei Fibonacci-Zahlen haben. Ne? Die geht genau einmal da rein, da bleibt die vorhergehende Fibonacci-Zahl. Da haben wir wieder zwei Fibonacci-Zahlen und so weiter und so weiter. Immer das Gleiche. Okay. Was kommt denn als GGT raus? 1. Ne? GGT bleibt 1 übrig. Das sieht man hier oder hier. Okay, also der GGT zweier aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen ist 1. Und der Algorithmus dauert besonders lange, weil man wirklich immer nur 1 abziehen kann. Also immer nur eine Zahl abziehen kann. So. Okay. Das wollen wir natürlich beweisen, ne? Und deswegen machen wir das mal. Also die Vermutung ist zu zeigen, der GGT zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen, also Fn und Fn plus 1, ne, gleich 1 ist. Und zwar für alle n aus den natürlichen Zahlen. Und bei den natürlichen Zahlen hier haben wir ja nicht die 0 mit drin. Da beginnen wir bei der 1, das haben wir so mal festgelegt, kann man so und so machen, wir haben es so festgelegt. Das heißt, wir beginnen mit n gleich 1 und beweisen es dann auf n gleich 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. So. Wie beweisen wir das? Ich habe Ihnen schon einen Tipp gegeben, heißen, ne? Mit vollständiger Induktion. Machen wir erstmal einen Induktionsanfang. Induktionsanfang, machen wir es mal so. GGT von F1 und F2. Das ist ja offensichtlich der Induktionsanfang. Ne? Wir müssen das kleinste Pärchen aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen betrachten.
Okay, das ist relativ easy, ne? F1 ist ja 1 und F2 ist auch 1, also der GGT von 1 und 1 ist 1. So. Induktionsanfang ist ja meist das Einfachere bei der Induktion, ne? Jetzt kommt der Induktionsschritt. Und da schließen wir immer von n gleich k auf n gleich k plus 1. Das ist ja so die übliche Art, wie wir es bislang immer gemacht haben. Also, dazu brauchen wir erstmal die Induktionsannahme. Die kürze ich jetzt mal so ab. Induktionsannahme. Es gilt die Aussage für n gleich k. Also, GGT von fk und fk plus 1 ist gleich 1. Zeige, was müssen wir beweisen, dass der GGT vom Nachfolger, wenn jetzt, also wenn ich für den Nachfolger annehme k plus 1, dass es dann auch 1 ist. Also zeige es für fk plus 1, fk plus 2, dass deren GGT auch 1 ist. Gut, also, wir müssen jetzt diese Aussage zeigen, der GGT von fk plus 1, fk plus 2 ist gleich 1, unter Verwendung unserer Induktionsannahme, nämlich, dass die Aussage gerade für den Vorgänger gilt. So, okay. Was ist denn der GGT von fk plus 1, fk plus 2? So, da muss jetzt irgendwie 1 rauskommen. Ne? Wir müssen rechnen, 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 rechnen. Und dann kommt 1 raus. Was können wir denn da machen? Ja? Wir können sagen, das ist GGT von fk plus 1. Und fk plus 2 drückt jetzt anders aus. Ja? Genau. Ja. Genau. Also zur Erklärung nochmal, wir haben ja hier oben Induktionsannahme für F1 und F2 bewiesen. Ne? Und wir sind jetzt ja letztlich im kleinsten Fall bei F2 und F3, im kleinsten aller möglichen Fälle. Ne? Und F3 ergibt sich aus F2 plus F1, beziehungsweise in jedem weiteren Fall, größeren Fällen, ist fk plus 2 immer herzuleiten aus den beiden kleineren. Nichts anderes als das, dass wir jetzt hier, sagen wir mal, die 55, das ist unser fk plus 2, ausdrücken durch 34 plus 21. So, was können wir jetzt machen? Ganz oben. FK und FK plus 1, ja. Genau, Sie haben gesagt, der GGT von A plus B und A ist derselbe wie der GGT von B und A. Genau. Bei der Verwendung des euklidischen Algorithmus haben wir so ein ähnliches Gesetz verwendet, das jetzt hier vielleicht noch eindrücklicher ist, wenn wir das so formulieren. Welche Aussage haben wir denn verwendet, ja? Dass der GGT von A und B dasselbe ist wie der GGT von A und der GGT von B. Was ist denn der GGT von A? Von einer Zahl? Was ist denn der GGT von B?
Der GGT von B ist 1. Sie haben ein Problem damit, dass Sie die Funktion GGT verwenden mit einem Argument. Gibt's gar nicht. Nein, nicht. Nicht? Doch. Was ist denn der GGT einer Zahl? Sie haben gesagt, der GGT von FK plus 1 plus FK. Das wäre der GGT einer Zahl. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Aber da haben wir noch andere, ja? Hm? Was ist 1? FK plus 1 plus FK ist 1. Hm? Der GGT von diesen beiden Zahlen ist 1. Okay, achso, Sie hatten jetzt sozusagen nicht, Sie hatten eigentlich gar nicht Plus gesagt, sondern Komma an der Stelle. Okay. Aber ist das eine allgemeine Gesetzmäßigkeit? Dass der GGT, nee, ne? Also bei Ihnen bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, ne? Aber hier weiß man, von den beiden Zahlen ist der GGT 1, genau. Also wird letztlich, führt es auch dahin, dass der GGT von dieser und dieser Zahl 1 ist, klar. Aber die Gesetzmäßigkeit, die wir beim euklidischen Algorithmus verwendet haben, wer kann sie mal sagen? Warum der funktioniert? Wir wissen, der GGT von A und B ist das gleiche wie der GGT von ja? Genau. Diese Gesetzmäßigkeit war die Begründung des euklidischen Algorithmus. Ich kann von A so lange B abziehen, ne? Bis der Teil hier vorne kleiner wird als der Teil rechts. Dann drehe ich beide um mit dem Kommutativgesetz und ziehe wieder den kleineren so oft ab vom größeren, was letztlich nichts anderes ist als Division mit Rest. Sie erinnern sich. Ne? Diese Gesetzmäßigkeit, die hatten wir verwendet. Okay. Das heißt, ich kann von einem Teil, von einem Argument, das andere abziehen. Ich kann also von einem Argument, zum Beispiel von diesem hier, kann von einem Argument, das ist jetzt mein A, das B abziehen. Ich kann von einem das andere abziehen. Und wenn das jetzt hier mein A ist, das ist mein A, das ist mein B, der GGT, und GGT ist kommutativ und ich kann die Argumente drin vertauschen. A, der GGT von A und B ist dasselbe wie der GGT von A minus B und B. So, und was steht jetzt hier rechts? FK plus 1 plus FK minus FK plus 1. Das ist der GGT von FK plus 1 und hier rechts bleibt nur FK übrig. Und das ist meine Induktionsannahme. GGT von FK plus 1 und FK ist gleich 1. So. Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die Induktions... Also das, was zu zeigen ist, habe ich hier genommen. GGT FK plus 1, FK plus 2. Habe dieses FK plus 2... aufgesplittet in die Summendarstellung fk plus 1 plus fk. So. Und jetzt funktioniert der euklidische Algorithmus ja so, dass ich das eine Argument vom anderen abziehe. Ich kann also dieses von dem hier abziehen und dann bleibt stehen fk plus 1 plus fk. Und das ist gerade meine Induktionsannahme gewesen, ist gleich 1.
Also wenn man es an der Tabelle nochmal sieht, angenommen, ich bin jetzt hier irgendwo drin, beispielsweise hier oben, ich weiß von meinem Vorgänger, der GGT von 34 und 21 ist 1. Und ich will den GGT von 55 und 34 rauskriegen. Also ist der GGT von 55 und 34, machen wir uns nochmal ein Beispiel. Ich weiß, vom Vorgängerpärchen ist es so, das ist der GGT 1 und ich nehme jetzt dieses hier, 55 und 34 und ich weiß, bei der Berechnung des GGTs kann ich von der 55 die 34 abziehen und das ist dann der GGT von 21 und 34 und das ist ja gerade mein Vorgängerpärchen. Ja? So funktioniert Induktion. Okay.